Die Schuldgefühle bei mir waren natürlich immer sehr groß. Einerseits gegenüber der Familie, die ich jahrelang belogen und betrogen habe. Andererseits gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen, weil ich die auch alle belogen und bestohlen habe. Und das Schlimme an der Sache ist, je länger man spielt, je mehr man verspielt, umso schlimmer werden die Schuldgefühle. Und das ist die Spirale, die sich nach unten dreht.